Meinen Regenbogen finde ich, wenn ich meine Tagträume in Kunst verwandle und damit ganz neue Welten erschaffe. Ich will die Menschen dazu inspirieren, niemals aufzugeben, auch wenn es nicht immer leicht ist. Du solltest über mich schreiben, damit jeder Haihai Kawaii kennenlernt. Dabei geht es um die wichtigsten Dinge im Leben: Freundschaft, Liebe und Spaß. Animation ist meine Leidenschaft. Dadurch kann ich ausdrücken, was ich fühle und eine Welt erschaffen, in der einfach alles möglich ist. Okay. Vai, was machst du denn da? Weißt du, ich verpasse mir gerade einen. Ich will eine schreckliche Freundin Haarschnitt. Was sieht wohl schlimmer aus? Ein Topschnitt oder ein Iro-Käse? Vai, hör auf, du bist keine schreckliche Freundin. Worum geht's hier eigentlich? Ist doch klar, du bist sauer auf mich und das schon seit dem ersten Schultag. Aber das stimmt doch nicht. Ich bin immer nur dann sauer auf dich, wenn du beim Essen nach einer meiner Pommes fragst, denn es bleibt niemals nur bei einer, Vai. Bitte entschuldige. Ich fühle mich schrecklich, weil ich dich bezüglich des Zusammenwohnens angelogen habe. Noch schlimmer ist, dass wir nie darüber gesprochen haben. Was soll's, wir reden doch jetzt. Und ja, das hat meine Gefühle verletzt. Am Anfang, doch, dann wurde mir klar, dass du recht hattest. Sieh nur, wie viele Freundinnen wir gefunden haben, das ist toll. All das hat dazu geführt, dass das Band zwischen uns stärker geworden ist. Glaubst du wirklich, Sunny? Ja, ich meine, natürlich nur, wenn du wegen der Sache mit Ainsley nicht mehr sauer bist. Ach was, schon vergessen. Ich war nur etwas neidisch. Okay. Ich erzähle dir alles über ihr Modezimmer. Du bekommst sogar Skizzen davon. Ihr habt noch etwa 8 Stunden Zeit. Nur 8? Sie machen wohl Witze. Wir haben uns noch auf gar nichts festgelegt. Völlig gestresster Smiley. Los, Leute, wir müssen Entscheidungen treffen. Jetzt! Ups, ich bin wohl etwas hungrig. Aber das Projekt muss endlich fertig werden. Und ich brauche etwas zu essen. Vielleicht weißt du ja, was zu tun ist, Sunny. Wir sollten realistisch bleiben. Vanessa, ihr wollt einen Kostümwechsel, oder? Gabrielle und Sky, wie viele könnt ihr vorbereiten in den nächsten 2 Stunden? Ein Wechsel. Ein Wechsel. Damit meinen wir von dem Outfit, das sie gerade tragen, in ein anderes. Okay, cool. Dann wäre das geklärt. Lasst uns loslegen. Emmy, warum machen wir nicht einen Rundgang und sehen uns die Drehorte an, die Lyric vorgeschlagen hat? Und kreieren dann mit einem extra Pow-Wow-Sau das ultimative Bühnenbild. Wie könnte ich Nein sagen zu Pow-Wow-Sau? Perfekt. Aber sowas von. Hoppy und Daria, bringt uns die längsten Kabel, die ihr finden könnt, und einen Verstärker auf Rädern. Alles klar. Gut, wir haben 5 Stunden, um all eure Dream Teamwork Projekttag Musik wieder Träume wahr werden zu lassen. Gebt alles, damit wir diese Deadline einhalten können. Deal? Deal. Hallo. Ich bin Stella. Das sind Daria und Cheryl. Du scheinst unsere Couch hier sehr gemütlich zu finden. Hi, es tut mir so leid, ich bin eingeschlafen. Das war ein anstrengender Morgen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Hat man es euch nicht gesagt? Ich bin eure neue Teamkollegin. Ich hoffe, das ist okay. Nur keine Sorge, du bist nicht unsere Erste. Eure Erste was? Mitbewohnerin. Mal sehen. Zuerst war das Sloan. Sie ging schon nach dem ersten Tag, weil sie meinte, sie bräuchte eine stressfreie Highschool-Erfahrung. Aber sie hat uns ihre Süßigkeiten dagelassen. Und dann war da noch Lindsay. Sie wurde nach dem ersten Test rausgeschmissen. Das war ziemlich hart. Keine Ahnung, wie sie Vintage-Chanel-Kleider als ihre eigenen ausgeben konnte. Als würde das niemandem auffallen. Also bin ich schon die 3. Studentin, die in diesem Semester hier bei euch wohnt? Wow. Ja, manchmal fragen wir uns, ob dieses Zimmer verflucht ist. Hi, bist du? Tja, das war so. Tut mir leid, dass du nicht mit deinen Freundinnen zusammenwohnen kannst. Ich bin für dich da. Oh, willst du vielleicht die neuen Accessoires im Regenbogencafé sehen, oder? Warum unterbrichst du uns? Sie war gerade dabei zu erzählen. Anfang wird dir sicher gut tun, Bella. Und wir können einen Art Director gebrauchen. Ich hoffe, du hast aus deinen Fehlern gelernt. Ich werde nie wieder die Regeln brechen. Ehrenwort. Oder ihr dürft mich auch gleich rösten. Ich liebe es, wenn es Pling macht. Dann ist die Pizza fertig. Zeit für die Freundschaftspizza. Jede von uns bekommt eine zugeteilt. Wir müssen das essen, was unsere Freunde für uns vorbereiten.
Ich belege eine Pizza für Brianna, Brianna für Robin, Robin für mich und, oh, ihr beiden füreinander. Ach, Mädels, Miss Wright hat heute mein Fototagebuch aufs Schärfste kritisiert. Sie sagt, darin gäbe es keine echten Emotionen. Und aus diesem Grund wollte ich dir beibringen, wie man auf Knopfdruck weint. Schauspielübungen? Nein, danke. Das wirst du bedauern, wenn ich fort bin. Sei doch nicht immer so dramatisch. Du machst doch nur deinen Abschluss. Es ist nicht so, als würden wir dich nie wiedersehen. Aber wie geht euer Leben weiter, so ohne mich? Du musst uns nicht zeigen, wie man auf Knopfdruck weint. Warte, was tust du da auf meine Pizza? Schokolade, denn du bist so süß. Jade, da bist du ja. Komm mit raus. Es hat über Nacht so viel geschneit. Ich brauche einen Gesichtsgipsabdruck für ein gruseliges Fotoshooting und Jade war so nett, mir zu helfen. Okay, aber wenn ihr fertig seid, würde ich mich sehr über ein paar Tipps unserer ehemaligen Eiskunstlauf-Junioren-Weltmeisterin freuen. Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber ich deute das als ja. Als nächstes kommen wir zu einer vielversprechenden Songwriterin von der Rainbow High, Delilah Field. They say things happen for a reason. I gotta do what I believe in. I'm looking for something more. So what am I waiting for? I just need... Das war echt knapp, Delilah. Paris Hilton, warum gab's keinen Scheinwerfer von dir? Delilah, du hast Talent, das ist offensichtlich. Aber leider brauchst du hier mehr als nur das. Du brauchst eine mega Bühnenpräsenz. Arbeite daran, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Sabrina, hi, ich... Warte, was machst du hier? Musst du nicht gleich auf der Bühne sein? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Sabrina, ich wusste immer, dass du der wahre Star der Divas bist. Und ich würde dich gern bei deiner Solo-Karriere unterstützen. Ich würde echt gern mit dir arbeiten. Meinst du, du könntest Delilah auch vertreten? Der Song, den ich gesungen habe, ist von ihr. Und ich würde gern mit ihr an einem Album arbeiten. Wirklich? Yes, gefällt mir. Ihr seid dran. Moment, was ist das? Wir brauchen Hilfe im Westflügel. Sieht aus, als wurden wir sabotiert. Wer zum Teufel macht sowas? Der Saum ist zerschnitten. Okay, das reicht. Niemand darf an meinen Designs rumfuschen. Ich mach das. Okay, alles in... Sind diese Outfits aus Titan gemacht? Wir brauchen sofort einen neuen Plan.